So, liebe Freizeitparkfreaks, wir sind noch im Grusel-Labyrinth der Pressekonferenz der neuen Hauptattraktion von Phantomanticore und wir schwitzen. Genau, aber richtig extrem. Das ist, aber trotzdem. Ja, lieber Holger, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne. Richtig. Und ja, wie gesagt, erstmal ein dickes Lob an alle, die hinter den Kulissen gearbeitet haben und das überhaupt ermöglicht haben, das überhaupt so toll umzusetzen. Also mein Fazit wirklich mega gut. Kommt hier ins Grusel-Labyrinth. Am besten jeden Tag. Ja. Ja, kann man mal machen, ne? Ja, wieso nicht? Es ist auf jeden Fall immer wieder, man erkennt immer wieder kleine Details, die man halt vorher dann vielleicht bei dem Vorhinein gar nicht wahrgenommen hat. Das ist einfach dann das Schöne im Grusel-Labyrinth, die mit sind. Das freut mich, dass du es ja, so sehe ich, das sehe ich. Ja, ich sehe viele Kleinigkeiten, die viele gar nicht sehen. Die, also achtet da mal ein bisschen drauf. Ja, die Maren aus unserer Visite, die ist halt auch sehr, sehr engagiert darin, genau das zu tun. Dass ja. Die Showräume so ausgestattet werden, dass man wirklich beim ersten Besuch gar nicht alles erfassen kann nach Möglichkeit. Deswegen nehmt euch die Zeit, kommt hierhin, es lohnt sich. Jeder Cent ist es wert in der Hinsicht. Was erwartet die Leute denn jetzt bei der neuen Hauptattraktion? Die neue Hauptattraktion ist wieder 100 Minuten lang und größtenteils sind es halt Show-Szenen, die man interaktiv mit den Schauspielern macht. Ja. Zwischendurch gibt es halt Labyrinthabschnitte, die eher so sind, als man durch diese Hotelflure in dem Bauhotel war. Das Ganze spielt ja in einem Hotel in den 20er Jahren in Paris. Und es ist jetzt nicht so ganz klassisch wie sonst, was man wirklich in Labyrinthen herumirrt, sondern es sieht eher so, dass man halt durch die Flure von A nach B läuft und dabei dann halt mal so erschreckt wird. Ja. Und es gibt aber auch große Momente, die jetzt nicht unbedingt auf dieses Erschrecken in den Labyrinthen bezogen sind, sondern halt auch in den Showpart selber kommt der ein oder andere Schreckeffekt. Ja, habe ich gemerkt, ja. Und wieder diese Irrlosigkeit, dass man wirklich durch das Labyrinth da läuft und wirklich komplett, ja, gar nicht weiß, wo man jetzt wieder ist und dann wieder feststellt, ach, hier waren wir doch schon mal. Das finde ich immer sehr, sehr geil. Das ist immer sehr, sehr gut. Also ihr habt im Endeffekt die alte Hauptattraktion komplett ausradiert. Also das heißt komplett oder noch Elemente noch benutzt für die neue teilweise mitbenutzt. Sehr wenig. Das meiste ist rausgebaut worden und wir haben eigentlich im Prinzip die ganze Attraktion umgekrempelt und komplett neue Showräume gebaut. Wir haben jetzt in der Lobby des Hotels, entspricht einiges noch der Grundausstattung, rohbautechnisch vom Foyer des vorherigen Hauses, aber sieht man ja die ganze Ausstattung da drin, ist halt komplett neu gemacht und auch viel, viel aufwendiger als in der vorherigen Attraktion. Das stimmt, ja. Also, wenn man jetzt zum Beispiel mal sich anschaut, alleine die Möbel, die da drin sind, die waren sehr, sehr teuer teilweise. Ja, rechts auch neben der Treppe habe ich gesehen. Ich habe dann so auch in die kleinsten Ecken mal geguckt. Ja, zum Beispiel. Und halt, wir haben viel mehr Teppiche, viel mehr Pflanzen, viel mehr Lampen. Wir haben Tapeten haben wir von einem englischen Designer besorgt, die wir eingebaut haben und so. Das ist natürlich jetzt nicht alles so ringsherum komplett ausgestattet, weil man ja sowieso nicht alles sieht, aber das, was man halt sieht, soll halt ein bisschen aufwendig sein. Wie lange habt ihr jetzt gebraucht insgesamt? Jetzt so Pi mal Daumen, ihr wart jetzt 3 Monate durchgebohrt. Radikal durchgebohrt. Aber wirklich, ja. Ja, das sieht man auch in den Gesichtern, die. Ja, das würde ich Wir sind echt alle ziemlich K.O., aber das ist halt, ich sag's auch mal, das ist unsere Leidenschaft, ne? Weil wir das ja super gerne machen. Und dann sind die Arbeitszeiten dann irgendwann auch egal. Hauptsache, es ist richtig geil. Das ist es und das merkt man. Also, wie gesagt, sichert euch online die Tickets auf www.gruselabyrinth.de und wie gesagt, ihr könnt auch vorreservieren für Geburtstagsüberraschungen, also ihr kriegt auch Gutscheine, kriegt man auch an der Kasse, glaube ich, ne? Kann man auch online kaufen. Ja, zum Beispiel ist das auch eine schöne Geschenkidee. Ich kann es nur befürworten, also macht mal für mich eine Jahreskarte. Da müssen wir mal drüber nachdenken. Ja, wirklich, das ist echt mal wieder eine gute Sache, weil die Leute wirklich bei diesen vielen Eindrücken von 100 Minuten gar nicht die ganzen Details, was ich ja eben schon gesagt habe, wahrnehmen. Einfach zu viel. Du wirst ja wirklich und du versuchst ja wirklich jedes ganze Detail mitzunehmen, aber das schaffst du gar nicht. Aber wie gesagt, dickes Lob an euch, wie gesagt, und was im Endeffekt die Nebenattraktionen, die bleiben ja jetzt wie gehabt, ne? Mhm. Richtig, da ändert sich jetzt erstmal nichts mehr dran. Naja, schon. Ja, das klar, zu Halloween dann wieder, denke ich mal, oder? Genau, ja, also der Schacht wird immer, der Schacht 13, also unser Horror-Bergwerk, das ist ja eine dauerhafte Attraktion, das wird immer nach und nach noch wieder so ein bisschen weiter getunt. Okay. Ja. Bis das irgendwann so geil ist, dass es richtig geil ist. Ja, das ist wirklich ganz geil. Aber das ist halt so, da gibt es halt auch immer noch Ecken, wo noch mehr möglich ist. Wir haben immer neue Ideen natürlich, was wir machen können. Ja. Und gerade bei den Dauerattraktionen wird es natürlich so sein, im Imaginarium-Theater bei der Show mit Igor, da wird es natürlich auch mal ein neues Programm geben. Ja, ja. Oder wir werden die Show halt auch noch mal ein bisschen tunen, weil es halt andere Möglichkeiten gibt. Ja. Dann habe ich mitgekriegt, dass
auch noch, haben wir ja eben in der Pressekonferenz hier mitbekommen, dass du auch neue Leute hast, die auch für die Technik, auch für neue Technik da ist. Ja, genau. Was machen die oder wie viele Leute hast du generell noch da im Endeffekt dazu genommen, dass das überhaupt realisierbar ist? Ja, viele Leute dazu genommen habe ich tatsächlich nicht. Wir haben uns einen richtig guten Motion Graphics mal geholt, Thomas. Der zum Beispiel sieht man ja da hinten mit dem Phantom. Mhm. Das ist halt komplett computeranimiert. Ja. Und das ist halt vieles in der Show, dass wir diese Interaktion halt von bewegten Fantasy-Bildern mit den Live-Schauspielern haben, was sozusagen die. Man kann ja ein Phantom schlecht 5 Meter groß machen, also man könnte sich einen gigantischen Animatronic kaufen, aber das muss man halt anders inszenieren. Ja, ja, klar. Anders. Und die neue Technik mit so Projection Mappings, die ist schon cool, die Möglichkeit, die es damit gibt. Ist auch sehr und versuchen wir viel einzusetzen in der Attraktion. Ja, in die Richtung geht's. Wie viele Mitarbeiter arbeiten aktiv in diesem Ablauf von diesen 100 Minuten? Wie viel hast du da komplett in dem kompletten Aufbau laufen? Man begegnet 10 verschiedenen Rollen innerhalb der Geschichte. Das klingt jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber man ist tatsächlich mit einer Rolle, zum Beispiel mit dem Koch, mit dem ist man auch dann mal so 10 Minuten in der Küche beschäftigt. Ja, fand ich auch sehr gut. Das Lustige ist, mir haben heute einige Leute gesagt, boah, ich hatte das Gefühl, ich war da nur 2 Minuten. Und wenn man dann sagt, du warst da 10 Minuten zugange, dann ist das so kurz, weil die kriegen das gar nicht mit für die Zeit. Nein, das geht auch nicht. Ja gut, ich habe Reiskörner gezählt. Ne? Ja, manche anderen muss man die Schlafarbeit machen. Ne? Ja, richtig. Immer auf die kleinen, dicken. Das ist gut. Die nicht nennen können. Oh, nein, ja. Aber alles gut. Das war aber interessant, wenn man da so steht und so mal so ein, zwei Mal ist ja dann einfach wirklich dann komplett konzentriert, was man da gerade macht. Ja, und es sind halt noch mehr interaktive Elemente als in den Shows vorher. Im Prinzip vergeht fast kein Showraum, wo man irgendwie mitmachen muss. Es gibt nur wenige Showräume, wo man einfach nur zuschaut mit der Story. Mhm. Und die, wo man nur zuschaut, die sind jetzt inzwischen auch so, dass wirklich meistens mehrere Schauspieler gleichzeitig da sind. Okay. Die dann halt wirklich die nachtigen Theater-Inszenierung voranbringen in der Geschichte. Ja, das ist sehr, sehr gut. Also ich fand das auch sehr toll, dass man halt auch interaktiv mitmacht, dass man nicht nur wirklich sich das anguckt, fasziniert. Klar, Band der Finsternis war ja schon allein schon, was mir super gefallen hat, diese ganze, auch wie die Kulissen gewesen ist, mit dem Nebel, mit der ganzen Aufmachung und ganz, ganz geil, das muss ich dir und deiner Schwester auch immer wieder sagen und deinem Kollegen, diese tiefsinnigen Sätze, die finde ich mega. Also da kriege ich jetzt mal Gänsehaut und auch, dass du das damals deiner Mutter war, das ja gewidmet und dann nochmal tiefstes Mitgefühl, weil das ist eine Sache, das nehmen viele gar nicht so wahr und da möchte ich auch an euch appellieren, nehmt euch mal die Sätze, die auch im Endeffekt der Portier nachher zum Schluss sagt, nehmt euch die mal zum Herzen und das muss man sich erstmal verinnern. Es ist natürlich so, dass wir möchten auch ganz bewusst nicht nur einem reinen Spaßpublikum gerecht werden, sondern auch einem relativ anspruchsvollen Theater. Ja. Das möchten wir wirklich, weil wir sind ein offiziell zertifiziertes Theater, also wie große Bühnen halt auch, nur haben wir ein ganz anderes Theaterkonzept. Und es ist mir, wenn ich die Geschichten schreibe, natürlich schon auch wichtig, dass die Leute ein bisschen was mit nach Hause nehmen können, neben dem Gruselspaß. Ja. Das ist schon wichtig. Und das ist natürlich auch in der neuen Geschichte so. Wir wollen natürlich vorher nicht verraten, was die Message ist, aber es gibt eine deutliche Message. Ja, definitiv. Und da haben wir auch lange darüber gegoogelt, wie die sein können und wie man die mit der Geschichte kombinieren kann. Ja. Und das ist was das Gruselige tatsächlich auch sehr doll ausmacht. Ja, ja so. Das ist auch so. Also ich fand schon Band der Finsternis, vielleicht kann sich ja noch der eine oder andere noch an den letzten Satz, also letzten Sätze des Backers ja noch erinnern. Mhm. Fand ich schon sehr geil. Das war wirklich so, wo auch, ja, kennst ja noch den Julian, der hat ja dann auch schon ein bisschen Pipi in den Augen gehabt, das war bei mir auch und das ist geil. Also deswegen werde ich dich auch in jeder Hinsicht immer unterstützen. Vielen Dank, das freut mich sehr. Ich bin da selber auch immer bewegt, wenn halt so ein Feedback kommt, ja. Weil ich das wirklich auch mit Herz schreibe, die Storys. Das merkt man. Und, natürlich habe ich den Wunsch für jeden, der das Gruselabyrinth besucht, dass man sich hier so ein bisschen auch, obwohl man eine Freizeitattraktion besucht, ja. Dass man sich ein bisschen zu Hause fühlen kann, dass man ein bisschen mitgenommen wird auf so eine Fantasy-Reise, die einem noch was mitgibt. Das ist so meine Leidenschaft, warum wir das eigentlich machen. Also es geht hier nicht irgendwie ums Geld verdienen, sondern halt darum, dass wir die Leute aus dem Alltag rausholen können und ihnen dann irgendwie noch einen schönen Moment bereiten können. Ja. Das wollen wir ja natürlich auch für vielleicht Ihre Veranstaltung, wenn Sie Hochzeiten oder Events für die Firma oder sonst irgendwas. Du sagst Hochzeit, das ist lustig. Die Leute ziehen ja gar nicht in Erwägung, dass man Gruselabyrinth eine Hochzeit feiern könnte. Ja, aber das wäre mal der Außergewöhnliche. Wir haben tatsächlich schon diverse Hochzeitsbuchungen, jetzt weil wir ja die neue Location hier oben haben, die gar nicht gruselig gestaltet ist, sondern
drehen mal eben kurz, damit ihr auch was einen Einblick habt, was euch hier so erwartet und was ihr zu sehen bekommt. Ja, wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall, dass mal Preise kriegt ihr bei Holger direkt am Telefon oder per E-Mail an info@huselabyrinth.de. Mail. Ja, ja, Telefon natürlich auch, ja, Auskunft. Ne? Wir werden dann natürlich dann, musst du natürlich dann je nach, was hast du gesagt, je nach ja, Größe der Veranstaltung. Genau, ja. Das hängt halt, wir haben halt eine klassische Raummiete, aber das hängt halt ganz stark davon ab, was man für eine Veranstaltung macht. Ob man nur mit 10 Personen kommen möchte oder mit 150 oder 250. Wir können auch Events theoretisch machen für bis zu 1000 Leute. Ja, das ist gut, das ist schön. Also wir haben auch schon große Events hier gehabt und das ist auch immer eine ziemlich gute Sache. Das denke ich. So viele Leute hier rumwuseln und die ganzen coolen Kobolde dazwischen. Unsere Service-Leute sind ja immer Kobolde. Ja, auch bei diesen Events, die meisten Leute buchen das so. Das ist ja auch total cool. Das, das, ja, das ist halt außergewöhnliches. Ja, das ist gut, ja. Ja. Ja, was gibt es sonst noch zu der Hauptattraktion zu sagen, außer vorbeikommen, genießen, 100 Minuten. Was ist der Preis momentan, der aktuelle? Der aktuelle Preis ist für das Hauptvisum 28 Euro für Erwachsene. Den haben wir auch nicht gesteigert, trotz der Investition. Okay. Das bin ich auch froh, dass wir es nicht müssen, sondern dass wir halt sagen können, das bleibt preiswert. Klingt erstmal viel, 28 Euro, aber... Es sind 100 Minuten. Es sind 100 Minuten, es sind viele Leute, die im Hintergrund daran arbeiten, dass es eine gute Show ist. Sagen wir so, das Geld ist gut angelegt. Ja, kann ich nur befürworten. In der Hinsicht, Facebook, Instagram, Huselabyrinth NRW. Mhm. Genau, Erlebniswelt. Erlebniswelt. Und wir sind natürlich auch vertreten, eure Freaks, auf Facebook, Instagram und YouTube. Check it out.